Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runaway, a Road Adventure. Ja, für Gina haben wir schon alles zusammengefunden, damit wir nachher ihr Bein schienen können, wenn wir die fluchtartige Flucht antreten müssen, was es ja hier in Runaway ab und zu mal geben kann. Aber wir müssen immer noch ins Hopi-Mahnmal oder was auch immer das ist. Das ist Hopi-Heiligtum, so heißt es halt genau. Das Blöde ist ja, dass da drin zwar ein Mund ist, wo auch unser Schlüssel reinpasst, wir kriegen den aber nicht rein. Jetzt haben wir dabei hier einen Strauch. Mal gucken, was sagst du mir über den Strauch? Was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Gut, können wir da was mitnehmen? Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. An diesem Zweig hängen einige Schoten. Was auch immer die Schoten gut sind. Aber damit können wir vielleicht das Teil frei wedeln, so ja, wie ein Schaupegel. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Fertig. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Gut. Den Ast wieder zurück und das Kruzifix. Schlüssel-Dingens-Bums. Gut. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial. Der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Ja, wir auch. So, was Rainer. Werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Na, wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Wupuhi. Der letzte Hopi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Höre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wupuchin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Und zwar in diesem Hotel, wo es da... Erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich wo es Breakfast included ist. Auf Wiedersehen. Nur original im Runaway Hotel. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wupuchim getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Also, ihr habt uns gehört. Zurück zu Gina. Hier hin. Und Gina verarzten. Dafür brauchen wir die Bretter. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal. Gina,
Halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen. Aua! Mistkerl, du hast mir wehgetan. Ich glaube, damit wird es gehen. Gina, es ist Zeit aufzubrechen. Wir müssen durch das Bergwerk auf die andere Seite. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen. Und... Ja? Aber was ist im Heiligtum passiert? Bist du hineingekommen? Ja, ich war drin und... Was hast du dort drin gefunden? Sag's mir! Sieh mal, es ist alles sehr verwirrend. Ich erzähle es dir unterwegs. Aber... Jetzt lass gut sein. Wir haben einen anstrengenden Weg durch das Bergwerk vor uns. Wir werden uns oft ausruhen müssen. Dabei werden wir genug Zeit haben und ich kann dir alles erzählen. Alles klar? Dann gehen wir. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dein Bein verarzten kann. Versuchen wir es. Lehn dich an mich. Oscar, meine Freundin Gina hat sich schwer am Bein verletzt. Mama Dorita kann sie doch heilen, oder? Selbstverständlich. Kommt herein. Tatsächlich. Gina war noch am Leben. Es war fantastisch, sie wiederzusehen, nachdem ich sie schon verloren geglaubt hatte. Was das Mysterium, das wir zu lösen versuchten, angeht, waren wir fast noch schlechter dran als am Anfang. Wir hatten nichts als einen menschlichen Finger in Formalin. Ein fast noch größeres Geheimnis als das Kruzifix selbst. Zum Glück konnte ich diesmal auf Mama Doritas Unterstützung zählen. Und sie schaffte es nicht nur, Ginas Bein zu heilen. Kapitel 6. Der Indianer. Ja, der Indianer. Die Nonne und der Finger. Ja, der Indianer und die Nonne. Der Indianer, die Nonne und der Finger. Der Umschlag, den ich um ihr Bein gewickelt habe, einwirkt. Sollte sie liegen bleiben, dann ist bald alles wieder wie neu. Währenddessen sollte deine Freundin hier bleiben. Danke, Mama Dorita. Das ist sehr nett von Ihnen. Nicht der Rede wert. Brian, sagtest du, oder? Ja, Brian. Brian Basco. Sehr gut, Brian. Etwas sagt mir, dass auch du meine Hilfe brauchst. Was kann ich für dich tun? Übrigens brauchst du mich nicht zu siezen. Wissen Sie, das heißt, weißt du... Ja, ich sollte mit den Toten sprechen. Ich muss mit einem Toten sprechen. Mit dem Geist eines toten Mannes, meinst du? Ich kann dir dabei helfen. Du musst jedoch eines wissen. Außer mir, die ich den Geist anrufe, brauchst du auch ein Medium. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, dass bei dieser Art spiritistischer Sitzung eine Person anwesend sein muss, die eine starke Gefühlsbindung an den Geist hat, damit sie sein Interesse weckt, verstehst du? Du kannst nämlich ein Interesse daran haben, mit einem Toten zu sprechen. Aber wenn er nicht mit dir reden möchte... Was die Person mit der starken Bindung an den Geist angeht, gibt es kein Problem. Gina ist es. Sehr gut. Dann ist das schon mal geklärt. Dann bleibt nur die Frage des Mediums offen. Okay, wofür brauchen wir denn ein Medium? Wofür brauchen wir ein Medium? Weißt du, Geister sind keine materiellen Wesen und können keine Laute erzeugen. Außer wenn sie in den Körper eines Lebenden hineinfahren und ihn als Sprachrohr benutzen. Dafür ist das Medium da. In einigen Kulturen werden tatsächlich Pferde genommen. Mhm. Und wo kann man denn in dieser Gegend zufällig ein Medium finden? Ich meine, gibt's das hier irgendwo all-inclusive? Wo kann ich in dieser Gegend ein Medium finden? Ich habe für gewöhnlich mit einer Frau aus Cihutayani gearbeitet, einem Dorf auf der anderen Seite der mexikanischen Grenze. Sie war ein exzellentes Medium, aber eines Tages hatten wir eine etwas bewegte Sitzung und sie schwor, nie wieder als Medium zu dienen. Außer dieser Frau kenne ich kein Medium in dieser Gegend. Tja, warum nehmen wir nicht Oscar als Medium? Was hältst du davon, wenn wir Oscar als Medium benutzen? Unmöglich. Oscar ist ein wunderbarer Mensch, aber er ist überhaupt nicht als Medium geeignet. Ich könnte als Medium dienen. Ich glaube, dass ich als Medium dienen könnte. Du? Das bezweifle ich. Komm näher und schau mir direkt in die Augen. Nein, du kannst es nicht tun. Deine Augen zeigen, dass du noch nicht bereit bist, auf eine solche Bewusstseinsebene zu gelangen und dich in Trance zu versetzen. Okay, einverstanden. Alles klar. Ich muss Medium finden und dann... Alles klar. Das freut mich.
Wie kam es dazu, dass Oscar für dich arbeitet? Über Oscars früheres Leben darf ich dir nichts erzählen. Es geht nur ihn etwas an. Und nur er darf dir, wenn er es möchte, davon erzählen. Ich kann dir nur so viel sagen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein Mann ohne Lebensziel. Er wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen, weil ich die Reinheit der Seele dieses Riesen erkannte. Deswegen ist er sehr dankbar und besteht nun darauf, bei mir zu bleiben. Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er mich vergessen soll und sein Leben weiterführen muss. Aber er meint, seine Lebensaufgabe sei jetzt bei mir zu bleiben und mir zu dienen, so gut er kann. Tja, ich würde gerne Gina sehen. Geh hinein, du weißt ja, wo sie ist. Nicht wirklich. Ah, anscheinend doch. Gina! Hallo, Brian. Gina, du solltest dein Bein nicht so strapazieren. Mama Dorita sagt, wenn du es schonst, ist es bald ausgeheilt. Ich bin aber zu nervös. Die Tinktur, mit der diese Frau mein Bein eingeschmiert hat, verursacht einen unerträglichen Juckreiz. Außerdem muss ich ständig an das denken, was du mir auf dem Weg hierher über das Bergwerk erzählt hast. Besonders an das Formalinglas mit dem Finger. Mein Gott, Brian, was machen wir jetzt? Ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht und es gibt nur eines zu tun. Was hast du vor? Weißt du, ich habe die ganze Zeit über einen Satz des Hopi-Häuptlings gegrübelt. Ich hatte dir ja von dem Häuptling erzählt. Dieser Wupu... Wupu-Rim. Ja, als ich ihn über die Bedeutung des Fingers befragte, sagte er, dass darauf der Mann antworten solle, der ihn dorthin gebracht hat. Ich erklärte ihm, dass der Mann tot sei. Aber Wupu-Rim gab mir zu verstehen, dass dies kein Hindernis wäre, mit ihm zu sprechen. Mit wem möchtest du sprechen, bitte? Na, mit deinem Vater. Ich weiß, es wird schwer für dich sein. Aber wir haben keine Wahl. Ich verstehe. Mach dir deswegen keine Sorgen, aber glaubst du wirklich, dass wir mit einem Toten sprechen können? Vor ein paar Tagen hätte ich dir mit einem entschiedenen Nein geantwortet. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich antworten soll. Seit ich dich kennengelernt habe, musste ich schon Unglaubliches erleben. Ich glaube jetzt, dass alles möglich ist. Außerdem verlieren wir nichts, wenn wir es versuchen, oder? Nein. Ich schätze, dass wir gar nichts verlieren. Aber wie zum Henker soll das funktionieren? Mit der Hilfe von Mama Dorita. Sie weiß vieles. Dennoch stört mich da etwas. Wupu-Rim sagte, dass die Person, die das Glas im Heiligtum versteckte, ein Hopi war. Demnach kann es sich nicht um deinen Vater handeln. Oh, klar. Nein, natürlich nicht. Er kann es nicht gewesen sein. Ich könnte mir aber denken, dass viel mehr Leute in diese Angelegenheit verwickelt sind. Ja, davon gehe ich aus. Auf alle Fälle wird dein Vater alles erklären können. Ja, zweifellos. Gut, geht sofort los? Sie benötigt ein Medium für die spiritistische Sitzung. Ja, das ist gut. Du musst mir alles darüber berichten. Ja, und wie geht's dir denn so? Wie geht es dir? Es wird von Mal zu Mal besser. Ich muss zugeben, dass Mama Dorita weiß, was sie tut. Ich gehe mal das Thema Medium abhaken. Ich gehe jetzt. Ich muss das Thema Medium abhaken. Ich verstehe. Oh Mann, ich hasse es, hierbleiben zu müssen und dir nicht helfen zu können. Du musst nur an eines denken. Dich so bald wie möglich zu erholen. Bis bald. Sei vorsichtig. Bis bald. Tja, dann sind wir wieder ungefähr an der Stelle, wo wir waren, bevor wir aufgebrochen sind zum Hopi-Dorf. Und das wäre auch ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt eine kleine Pause zu machen. Und in der nächsten Folge fangen wir dann an, das Medium intensiv zu suchen. Oder so. Bis dahin auf alle Fälle, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.